Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Silber. Ich bin's wieder, Don Marcy, und ich darf jetzt wieder weiterspielen. Wir sind in der Stadt, dessen Namen ich vergessen habe, in der Anfangsstadt. Die See ist so ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, das möchte ich. Gardon setzt Surfer ein und sieht aus wie Lapras. Sehr interessant. Im letzten Part hat Kilian die Strudelinsel gemacht, hat Lugia gefangen. Wie er mir gesagt hat, alles im Dunkeln. Finde ich toll, weil im Dunkeln ist gut munkeln. Ein wildes Tentara. Los, Rukia. Fliehe vor diesem Tentara, denn es wird dich umbringen. Weil es so unglaublich imbar ist. Er hat das alles auch ein bisschen überzogen, hat er mir erzählt. Danke, ich wollte nur aus dem Wasser raus. Und ich habe jetzt die große Ehre, mich zur Siegelstraße durchzukämpfen. Wieder ein Tentara. Bin gespannt, wie weit ich kommen werde, weil ich weiß von der alten Generation nichts mehr. Es ist schon ein Wunder, dass ich es geschafft habe, die Arena zu schaffen im vorletzten Part. Wie er mich sofort anguckt. Hey! Weißt du, was du gerade getan hast? Du hast deinen ersten Schritt in Kanto gemacht. Nein! Sieh auf die Karte in deinem Pokécom. Warte mal, Karte. Pokécom! Ich sehe nur Mittwoch, 12.28 Uhr AM. Stimmt, 48 stimmt überhaupt nicht. Es müsste PM sein. Sieh mal einer, guck, wir sind in Kanto. Oh, sehr schön. Die Toyo-Fälle, ach, ist das drollig. Da möchten wir hin. Wir möchten nämlich ein großer Meister werden. Halt, hier Knopf. Dafür hat er mich jetzt angequatscht. Ich glaub's ja wohl. Lass mich einfach in Ruhe, Spinner. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Gibt es hier irgendwas so bodenmäßig versteckt? Nö, natürlich nicht. Vielleicht steckt ein Pokémon in diesem Baum. Möchtest du Kopfnuss? Warum nicht? Spike setzt Kopfnuss ein. Nein, nichts. Tja, es war ein Versuch wert. So, dann wollen wir mal in die Toyo-Fälle gehen. Die Verbindung zwischen Kanto und Johto. Sehr schön. Ich wünsche mir übrigens mal einen Pokémon-Spiel, den man in sämtliche Regionen abklappern kann. Das wäre auch toll. Gardon setzt Surfer ein. Hier geht Wasser. Bläh. Ich hoffe, wir haben ein paar... Oh, ein Golking. Level 20, ich bin begeistert. Das rasieren wir jetzt einfach mal weg. Rasierblatt und tschüss Golking. Ich hoffe, wir haben ein paar Schutz dabei, weil... Es könnte doch ein bisschen nervig sein, wenn man hier durchgehend nur mit irgendwelchen Schlaffis zugespammt wird. Machen wir kurz einen Luki Luki. Nein! Hat er wieder den einen Knopfdruck nicht registriert. Jetzt geh nach unten. Beutel. Item. Nimm. Para, Hyperheiler, Sonderbombe, Äther, Minze, Top, bla 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 bla. Trank. Ih, wir haben Müll dabei. Pokébälle, Basis-Items. Wir haben keinen Schutz. Aber wirklich nicht. Upsa. Elixier, Beleber, Brandbeere, Feuer, super, hyper, top, Minzbeere, Minze. Schmeckt ekelhaft. Oh, er hat keine Schutz. Das ist ja doof. Dafür haben wir einen Mondstein gefunden. Juhu, jetzt brauchen wir nur noch ein Pipi oder einen Pummeluff. Am besten das Smash was Pummeluff, damit es dann zu Knuddeluff wird und nicht mehr gewollt wird. Das wäre doch toll. Hallo, ich möchte da hoch. Wow, das ist ein großer Wasserfall. Nein. Nein. Nein, sag mir nicht nein. Kaskade? Ach, komm, ey. Kannst du überhaupt noch was lernen? Ich habe keine Ahnung. So eine Attacke. Ja. Welche Attacke soll? Surferstärke, Drachenwut, Whirlpool. Na gut. Mein Widmungs-Pokémon von Fliegi ist das reinste VM-Opfer. Das ist ja Kaskade toll. Stimmt. Kira hat gesagt, ich muss noch Mann Kaskade beibringen lassen. Das ist ja, ach, verdammt mal. Oh, ein Baldini, ist das nicht wunderschön? Das ist zwei Level höher als Golking. Ist das nicht traurig für Golking? Tschüss. Goldini. Aber erstmal, möchtest du Kaskade einsetzen? Ja, möchte Garados doch gerne. Da
das sah ja aus. Ah, herrlich. Da bist du Level 20? Oh, ist das peinlich. Tschüss. Ist das peinlich, Alter. Boah, wie kann man nur so schlecht gelevelt sein? Das war auch schon durch die Toyo-Fälle. Ach, boah, war das anstrengend, Alter. Ich bin ganz fertig. Hallo? Hier kommen nur selten Menschen vorbei. Trainierst du vollkommen alleine? Ja, weil ich bin ein Moff. Was vielleicht schon mal davon gehört? Moff, Mensch ohne Freunde, so. Also, hier sind wir ja in-game wirklich Mensch ohne Freunde. Ein Vorzeigemoff. Ein Biadam! Level 32, Rukia, du möchtest doch bestimmt paralysieren. Du möchtest es doch bestimmt zu Behinderungen Body slammen, oder? Nö, schade, leider nicht. Muss das sein? Lass das! Lass meinen Angriff in Ruhe! Lass das, Rukia, hasst das! Es reicht trotzdem, das ist schön. Wurde besiegt. Erfahrungspopel, ein paar wenige. Und das nächste kommt. Bisa-Knosp. Danach kommt doch bestimmt ein Bisa-Flock, kann ich mir gut vorstellen. Ja, gute Frage, wen nehme ich denn? Ich möchte mal jemand anderes. Wir warten nochmal Jenny. War das... Bisa-Knosp? Bisa-Knosp! Rukia, komm zurück und lass Jenny ein bisschen drauf knüppeln. Okay. Ich wusste es, ich habe es doch noch voll im Gedächtnis gehabt. Ich wusste natürlich, dass du den Vorschlag drauf hast. Also, bitte, als wenn ich das jemals vergessen würde. Volltreffer noch! Sehr nice! Ein Haufen Erfahrungspopel, 34 für Jenny. Und die Werte weggedrückt, natürlich. Bisa-Flor, nein, wer hätte das denn erwarten können? Boah, ich bin begeistert. Was, diese alten Sprites, die sind doch schon... Wow. Feuerschlag! Ja, jetzt bräuchte er eine Speckschicht, ne? Ja, ja. Oh nein, er rasiert mich! Ah, Hilfe! Meine Frisur! Drei Wettertaff mussten mir helfen. Feuerschlag und der Sieg ist unser. Das war's für Bisa-Flor. Bisa-Flor. Jetzt welkt es vor sich hin und krepiert. Das war doch schön. Sehr viel Erfahrungspopel. Astrina besiegt. Oh, du bist wirklich stark. Ja, das hast du gut erkannt. Und jetzt gibt dein ganzes Geld. Was? Was? Alfried Angler? Gold! Guten Abend! Ich bin's, Alfried. Komischer Name. Hast du eine Minute Zeit? Nein, habe ich nicht. Erstaunlich. Ich habe keine Zeit. Rund um 44 ist der Ort, um Remorai zu fangen. Toll. Gold, hol deine Angel. Bis später. Nein. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Oh. Telefone, wie ich die immer gehasst habe. Immer diese Telefone und Handys. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Wohin möchtest du mit den Pokémon? Zur Pokémon-Liga? Sind deine Pokémon loyal genug, um zu gewinnen? Ich werde das überprüfen. Ah, deine Pokémon vertrauen dir blind. Es ist schön, einen guten Trainer zu treffen. Hier, ein Geschenk für deine Reise. TM 37. Aha, das ist Sandsturm. Geil. Ich drücke dich mal ganz kurz weg, weil... Nein. Ja, ja, ja. Schön. Für Sandsturm müssen sie mich lieben. Das ist ja ganz toll. Was kriege ich, wenn sie mich hassen? Urteilskraft? Extra ein Spiel programmiert. Yay! Tentara? Tentara! Oh, ist das toll! Ein wildes Tentara? Nein! Mach Sachen! Weg damit! Vielen Dank, Kilian, dass du keinen Schutz eingekauft hast. Das finde ich doch ganz toll. So kommen wir richtig, richtig schnell voran. Du siehst sehr stark aus. Ich will gegen dich kämpfen. Ja, dann lass uns kämpfen. Komm her! Komm her! Was? Ed. Magneton. Das ist ja ganz toll. Magneton. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal auf Jenny. Hier ist es ja, glaube ich, schon Elektrostahl, wenn ich mich nicht irre. Können wir ihm erstmal ins Überbrutzeln. Kreide Schrei. Wieso die Verteidigung? Greifst du physisch an? Das wäre ja mal was ganz Tolles. Hier, für dich.
Nimm das! Und es ist fast zu Tode geschmolzen. Ist das toll, da freue ich mich aber sehr. Die Verteidigung sinkt weiter sehr stark, das ist toll. Machen wir mal den hier. Yay, Epileptik! Die Attacke ist nicht effektiv, aber egal, Magneto wurde besiegt. Jenny erhält Punkte, Rukia auch und als nächstes kommt ein Morlord. Da habe ich doch genau das Richtige für. Komm mal her, du kleiner Lord des Moors. Los, Rukia, zeig dem Lord aus dem Moor, was du alles drauf hast mit einem rasierenden Blatt. Das war äußerst effektiv. Ich rieche Blut. Es geht zu Boden. Juhu. Erfahrungspopel und 34 für Rukia. Das ist toll. Wieder weggedrückt. Verdammt, ich achte nie darauf. Und oh wei, oh wei. Ja, ich möchte gerne austauschen. Da darf Mascarbu draufkloppen. Los, komm raus. Alter. Das sieht ja aus. Boah, das alte Spot ist ja voll grottenhässlich. Tut mir leid, aber boah, ist er hässlich. Zornklinge. Spüre meinen Zorn. Mit meinem Horn. Scarborn, das alte, rektalfühlende Pokémon. Und zack, erledigt. Scarborn. Ein paar Erfahrungspopel. Trainer Ed wurde besiegt. Juhu. Was? Da scheint wohl jemand auf Schläge zu stehen. Ach man, Junge. Hm, du bist gut, nicht wahr? Das hast du gut erkannt. Astrainer Andro schickt Sandama. Sand am Meer in den Kampf. Ja, wird ja ganz schnell verweht, ne? Los, Rukia! Das lassen wir mal Gardon machen. Komm zurück, mein kleines Rukia. Sandwirbel. Nicht immer in die Augen. Machen wir einfach mal eine Kaskade. Und? Es reicht nicht für ein One-Hit? Wie ist mir? Schwallerei, hier Whirlpool. Der wilde Whirlpool. Ach komm. Aber lass das. Sonst werde ich noch aggressiv hier. Was Volltreffer. Leck mich. Mann. Was für eine ätzende Nervkröte. Natürlich ein Volltreffer, du bist doch behindert. Drecksaffe, Alter. Was für ein dreckiger Bastard. Los, unser Spike wird dem Sand am erstmal den Kopf zwischen den Schultern renken, ey. Kopfnuss! Ich geb dir nie eine Kopfnuss! So, erledigt! Müssen wir erstmal Garadon wiederbeleben, das ist ja ganz toll, ich bin begeistert. Spike Level 34, juhu! Andro wurde besiegt und wie ich dachte. Hä? Achso, ja, wegen stark, ja, da hast recht. Du hast ne... Mann! Sag nichts, halt die Fresse. Ja, wenn du meinst, Liga geht, ja, da gehst du niemals hin, weil du bist scheiße. Dass sie einen von der hintersten Ecke sofort erkennen, das ist doch nervig. Scheiß Psychopath. Starmie. Los, Rukia, den rasieren wir weg. Bam. Polieren wir ihm den Kristall. Und reicht's? Was? Wieso reicht das nicht? Starmie ist fragil. Glaube ich jetzt nicht, ey. Los, jetzt hier aber. Das war's für Starmie. Toll. Total wichtiger Volltreffer, ich bin begeistert. Und als nächstes kommt... Oh wei! Oh wei! Wer war nochmal Esther? Dass man sich das nicht angucken kann, Mann! Na? Ist
tut mir leid, dass ich dich vergessen habe. Ah! Ja, machen wir einfach mal Spuckball. Drauf spucken und gut fühlen. Auch überlebt. Ekelsahn, das ist ja widerlich. Sollte reichen. Es reicht, siehst du. War ja auch klar bei den paar KP noch. Oh wei, wurde besiegt und zu Spiegelei verarbeitet und als nächstes kommt Girafarik. Jetzt habe ich aber Angst. Komm, Esther, das schaffst du. Ich glaube an dir. Diesmal Girafarik rückwärts. Spuckball! Was? Wieso, hä? Aber du bist doch... Wieso hast du... Hat keine Wirkung. Irgendwas peil ich gerade nicht. Was keine Wirkung? Willst du mich verarschen? Kilian, warum hat das keine Wirkung? Mann! Ich fühle mich gemobbt. Und da kommt der Stampfer. Au. Nur das geht ja noch. Hält sich in Grenzen. Biss! Wurde gerade der Egelsamenschaden nach meinem Angriff abgezogen? Habe ich das gerade richtig gesehen oder habe ich jetzt schon Augenkneist? Nö. Cyrell wurde besiegt. Das ist zu viel. Ja, und du spielst mit Priel. Warte, bevor ich weitergehe, machen wir jetzt erstmal den hier. Wo ist es? Verdammt. Mann! Scheiß Tasten. Belieber! Echt nicht zu fassen, ey. Zerschlitzt, weil er auch immer nichts mehr trifft. Boah. Yeah! Auf! Voll geil. Mann! Alter, leck mich! Scheiß Steuerung. Wo haben wir? Supertrank, 10 Stück. Einführe dich! Okay. Muss reichen. Dann setzen wir erstmal Skarabu nach vorne. Muss auch mal ein bisschen leveln. Hallo, mach mal hier so. Den nach vorne, den kleinen guten Kumpel. Jetzt geht mal nach unten. Jetzt kommt schon wieder einer nach oben angeschnitten. Okay. Austricksen geht nicht. Schade. Du solltest die wilden Pokémon, die hier leben, nicht unterschätzen. Ah, okay. Unterschätzen. Es hätte auch unterwandern heißen können oder unterfordern. Bea möchte kämpfen und schickt Starmie, schon wieder Starmie, in den Krampf. Das ist doch irgendwie, ich weiß auch nicht. Zornklinge. Wenn du mit Psychos ankommst, dann hast du ein Problem. Ist effektiv Blubbelstrahl. Aua. Das ist ja akzeptable Zornklinge. Und die nächste Zornklinge wird deinen Untergang besiegeln. Blubbelstrahl. Natürlich ein Volltreffer. Was denn auch sonst? So, Zornklinge und tschüss. Und das nächste werde ich auch einfach zerzornklingeln und dann ist Ruhe in der Truhe. Na, wer ist das nächste Opfer? Nidoqueen. Toll! Geil! Das ist ja scheiße. Mann, warum? Blödes Vieh. Ja, sauer und absaufen lassen. Ja. Und wird es reichen? Wahrscheinlich nicht, aber es wird Schaden verursachen und zwar nicht zu knapp. Ja, es ist ein akzeptabler Bereich. Wow. Das ist die beste Alternative, die du hast. Das ist traurig. Es würde mich traurig stimmen, wenn ich du wäre, aber das bin ich, also bin ich glücklich. Der Nidoqueen geht baden. Und tschüss. Attacke sehr effektiv. Nidoqueen tot. Gardon, Punkte, Popel und so weiter. Und als letztes kommt nochmal Starmie. Ach, leck mich. Ja, ich möchte gerne austauschen. So. Machen wir mal den hier.
Warum nicht sofort Starmie? Das hätte ich mit einem Schlag weggeledert. Aber egal, ich möchte mich nicht beschweren. So kriegt jeder mal ein bisschen hier Level-Action und... Thunder Punch? Habe ich gerade ins Mikro geworfen. Init singt, ja, egal, wir sind so lahmarschiger. Und du kriegst voll auf die 12. Und es reicht für einen One-Hit. Sehr schön. Starmie besiegt. Erfahrungspopel, Level 35. Und... Ja, Spätz ist ganz geil. Astrina Bär wurde besiegt. Yeah! Oh, du bist viel zu stark. Das hast du sehr gut erkannt. Es freut mich, dass du die Einsicht hast. Und ich würde mal sagen, wir gehen noch ein paar Schritte weiter. Ich würde mal einfach mal ganz knallhart sagen, hier machen wir mal kurz Pause. Stopp fürs Morgen. Nicht bis morgen, bis zur nächsten Folge. Hier darf Kilian weitermachen. Wir sind jetzt nicht so weit gekommen, aber wir wurden auch mit wilden Tentacheln zugespammt. Das muss man mal sagen. Und ja, wir sehen uns übernächste Folge wieder. Nächste Folge ist gern wieder am Drücker. Und in dem Sinne, ja, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.